So, hier war die Truhe. Das war der Raum und das war. Ah, wir haben doch hier schon mal. Da kann ich doch schon mal zwei Dinger hinbringen. Ne, warte mal, hier war auch noch nicht drin. Ach, das ist ja, okay, ein Helm. Ja, das ist das Büro von. Ich überlege gerade. Das war ein ganz, ganz wichtiges Büro auf jeden Fall. Irgendeinem ganz hohen Typ irgendwie. So, wir holen uns schon mal jetzt das zweite Wappen. Dann können wir die Wappen nämlich schon mal einsetzen. Hier war sonst nichts mehr, oder? Ne, hier war die Chemikalie. Nichts Brauchbares, okay. Gut, Schlüssel behalte ich erstmal beide. Sternwappen. Kampfmesserkunde Kräuter. Ich überlege jetzt gerade die Schrotflinte. Ich behaupte, ich kann die erstmal ablegen. Ist eine These. Eine womöglich steile These. Ich überlege echt, welche Tür noch den Schildschlüssel benötigt. Ich gehe jetzt gerade so im Kopf so ein bisschen durch die Räume bzw. die Karte. Wir setzen erstmal jetzt die beiden Dinger hier ein und dann gucken wir mal auf der Karte. Gut, Wawa ist ja tot. Ist ja auch kein neuer gespawnt. Denke ich. So, das haben wir uns schon angeschaut. Aus diesem Grund können wir direkt hier zur Tat schreiten. So. Einmal. Ein zweites Mal. Das war lustig. Oh, uns fehlen sogar noch zwei. Nee. Ja, zwei Dinger fehlen uns noch. Okay, ich hatte drei in der. Na gut, beim Remake, da war ja auch ein anderer Bereich, wo man diese Dinger brauchte. Und da war ja auch. Hallo. Da ging es ja um eine Figur, die der Vater einer anderen Figur war, die auch einen gewissen Kultstatus. Also der Vater war sehr wichtig, war halt einfach der Architekt von der Villa hier. Und die andere Figur war die Tochter, die Lisa. Und ja, die hat auch einen gewissen Kultstatus einfach, weil es halt eine sehr tragische Figur ist. Aber ich denke mal, das Remake werde ich auch irgendwann nochmal Let's Playen. Ich denke mal, ich werde irgendwann alle Resident Evil Teile Let's Played haben. Außer vielleicht den sechsten. Steht bei mir jetzt nicht so weit oben auf der Agenda, muss ich gestehen. Wobei ich sagen muss, ich hasse den sechsten jetzt hier, weil viele hassen ihn ja wirklich. Also ich habe damals durchgespielt, alle vier Kampagnen. Und es hat sich gezogen wie Sau. Also muss man halt echt sagen. Also für mich auch das. Eines der schlechtesten Resident Evil Spiele, ist gar keine Frage. Aber ich verteufel den Teil jetzt nicht so, wie es viele andere tun. Ah, ich glaube, jetzt brauchen wir den Schlüssel. Ich will mal kurz auf die Karte gucken. Weil beim Remake war das hier eine ganz eklige Stelle, glaube ich. Karte. Aha, okay, das ist ganz anders als ein Remake, okay. Hä? Ach nee, jetzt, ja, sorry, ich habe falsch geguckt. Ja, ich gehe auf jeden Fall mal rein. Dann werden wir ja sehen, was bei rumkommt. Okay. Okay, hier können wir so rein. Das heißt, erwartet uns nichts Schlimmes. Okay, hieran kann ich mich einfach in keinster Weise erinnern, muss ich sagen. Rotes Kraut. Es sind ja rote Kräuter sogar. Es sind ja mehrere tatsächlich. Ist noch irgendwas versteckt? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht mache ich irgendwann noch mal so ein. Könnte ich eigentlich noch machen.
Oh! Wow, okay, jetzt bin ich hier wieder voll im Rennen, würde ich behaupten. Ich denke mal, ich werde irgendwann nochmal so ein Resident Evil Ranking machen. So ein persönliches. Vielleicht auch so ein Tierlist, oder Tier Creator, wie das heißt, Ranking, mal gucken. Und ich kann schon mal sagen, für mich persönlich, es geht nicht darum, welches das bessere, hochwertigere, technisch bessere Spiel ist. Für mich geht es darum, welches Spiel mich persönlich mehr geprägt hat, für mich wichtiger ist. Und da ist der Teil vor dem Remake tatsächlich, weil die meisten finden ja das Remake besser oder sagen, das wäre so das eins der besseren oder das beste Resident Evil Spiel. Ich finde den Teil hier besser. Für mich persönlich jetzt gesprochen. Da waren auch so ein paar Räumlichkeiten und so. Okay, jetzt muss ich gucken, wegen dem Platz. Ob ich für das Ink-Ribbon einen Platz habe. So ein paar Räumlichkeiten im Remake, die fand ich irgendwie dumm. Die finde ich hier besser. Es sieht aus, als hätte hier schon mal jemand gesucht. Das scheint ein Schalter zu sein. Gleich. Gleich. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, die Reihenfolge vom Schieben. Oh, Vermächtnis des Forschers. Meine liebe Alma. Ich überlege jetzt gerade, 4 kam ja später erst. Ist das jetzt Zufall mit der Alma? Oder ist das, dass die 4-Macher Resident Evil mochten? Oder ist es einfach Zufall, der Name Alma? ja, die Tatsache, dass du diesen Brief erhalten hast, bedeutet für mich Freude und Trauer gleichermaßen. Ich konnte mit dir nicht einmal reden, wegen diesem Kerl mit der Sonnenbrille. Alma, bewahre die Ruhe und lies weiter. Ich glaube, ich habe dir bereits erzählt, dass ich einen Job im Labor einer pharmazeutischen Firma angenommen habe. Sie haben mich abgeworben. Im letzten Monat gab es im Labor einen Unfall und der Virus, den wir gerade untersuchten, konnte uns entweichen. Alle meine Kollegen, die mit dem Virus infiziert wurden, sind jetzt tot. Um es richtig auszudrücken, aus ihnen wurden lebende Tote. Sie wandern immer noch herum. Einige von ihnen klopfen gerade jetzt ganz verzweifelt an meine Zimmertür, doch in ihren Augen ist kein Zeichen von Intelligenz mehr zu erkennen. Dieser verfluchte Virus saugt jegliche Menschlichkeit aus unseren Gehirnen. Liebe, Spaß, Trauer, Angst, Humor, für immer und ewig. Und Alma, selbst die Erinnerungen an die Tage, die ich mit dir verbrachte, die ich mit dir verbrachte habe, ja, ich bin infiziert. Ich habe alles getan, was ich tun konnte, aber ich konnte das Fortschreiten nur um einige wenige Tage verzögern. Was mich am meisten schockiert hat, ist, dass ich im Laufe der Zeit mehr und mehr von dir vergesse. Deshalb habe ich einen friedlichen Tod gewählt, anstatt dass ich zum lebenden Toten werde. In nur einer Stunde werde ich meinen ewigen Schlaf antreten. Ich hoffe inständig, dass du meine Entscheidung verstehen kannst. Leb wohl und für immer dein. Martin Crackhorn. Vermächtnis des Forschers wurde gespeichert. Ah, der Martin ist jetzt nicht wirklich relevant für die Lore, oder? Weil ich kann mich einen Namen nicht... Also Crackhorn schon, aber... Das war, glaube ich, zu irgendeinem Film. Ich überlege jetzt, wie das jetzt war, die Reihenfolge mit dem Aquarium und dem Schrank. Da ist irgendetwas auf der Rückseite des Regals. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Hätte andersrum schieben müssen, oder? Ich drücke jetzt einfach mal den Schalter. Ja. Okay, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe keine Scheiße gebaut. Doch, ich habe Scheiße gebaut. So, guck, ob ich die Scheiße aber beheben kann. Oder ob der Fehler jetzt irreversibel ist. So, mal gucken. Ja, sieht gut aus. So. Die Frage, die ich mir jetzt stelle... Ja, okay. Also das Wasser ist ja abgeflossen.
Es ist also jetzt unter dem Kasten. Ich habe überlegt so, weil es ist ja keine Verbindung irgendwie, weder zur Wand noch zum Boden anscheinend irgendwie vorhanden. Wo so ein Schlauch irgendwie wäre, ein Anschluss ist. Aber ich denke mal einfach, also ich kann mir das so erklären, dass das einfach, weil es auch keinen Sinn ergibt. Weil warum sollte das Aquarium jetzt leichter sein als vorher? Wenn das Wasser nicht oben drin ist, sondern unten. So, das ist das gleiche. Gut, der Schwerpunkt ist ein anderer, aber keine Ahnung. Ja gut, ist egal. Ich weiß nicht. Ich bin überfragt. So, und was ist hier drin? Möchten Sie dies nehmen? Sprengmunition. Ja. Das fällt mir dazu nicht ein, außer ja. Gut, ich möchte noch ein Inkribon, bitte. Oh, drei sogar. Wow. Wow. Ja, dann gehen wir zurück zum Speichertruhenraum. Ich muss mal eine Pflanze umtopfen. Sie schreit förmlich danach. Naja, nachher. Ich nenne sie liebevoll Pflanze 42. So. Was wäre echt bedauerlich, auch für die Nachbarn. Na gut, dazu kommen wir noch, zur Pflanze 42. Das wäre echt cool, wenn ich einfach hier so in meinem Wohnzimmer hätte. Naja. Gut, da haben wir jetzt in dem Bereich eigentlich alles erledigt. So. Rotes Kraut. Wird das jetzt automatisch kombiniert? Nein. Gut. Das können wir jetzt im Inventar erledigen. So, wird das automatisch kombiniert? Nein. Okay, das können wir jetzt aber im Inventar erledigen. Passen in die Bazooka mehr als... Weil später bei den Granatwerfern in den Nachfolgerteilen war es ja im Endeffekt so... Das ist ja eine Granat... Nee, es war nur in einem oder zwei Teilen so. Beim Remake nicht mehr. Beim Remake war es ja so, dass im Granatwerfer immer nur eine einzige Granate reingepasst hat. Und in irgendeinem anderen Teil war es so, dass dann quasi gefühlt 100 Granaten, halt nur desselben Typs logischerweise, Platz hatten in der Waffe selbst. So, 5. Möchten Sie die Kräuter mischen? Ja. So, ups. Okay, also es passt nur 6 rein. Als, ja, Magazin, sagen wir einfach mal. Ich würde einfach mal so ein Magazin vor mit 6 Granaten. Wie groß, wie wuchtig das einfach wäre. So. Ja, das Feuerzeug würde ich sogar mitnehmen. Oh, den Schlüssel. Ja, und natürlich meine Munition. Wo ist sie hin? Da. Gut, speichern. Ach, wir brauchen doch nicht speichern. Wofür denn? Wobei ich aber echt glaube, dass jetzt bald etwas Speicherwürdiges passieren wird. Und das denke ich nicht, weil ich mich so ein bisschen mit Survival-Horror-Spielen auskenne. Das denke ich, weil ich das Spiel hier kenne. Und weiß, was da gleich kommt. Ich weiß nicht mehr genau, wann es kommt, aber es kommt bald. Und ich würde fast behaupten, dass wir sogar dafür den Schildschlüssel benutzen müssen. Das hat das Problem, wenn du ein Trophy Hunter bist, dass du halt dich gar nicht mehr so sehr auf die Spiele selbst konzentrierst. Das ist halt das Problem, du rennst halt nur noch durch. Das habe ich ja beim Remake auch gemacht. Ich habe das, glaube ich, 5-mal durchgespielt oder noch häufiger für die Platin-Trophäe. Inklusive Speedrun und hast nicht gesehen und nur mit Messer und so Geschichten halt. Aber ich fokussiere mich nicht mehr auf das Spiel. Ich merke mir dadurch nichts mehr. Das ist für mich nicht mehr prägend. Ich will einfach nur... Ach, hier sind wir. Die Trophäen sammeln. Und das ist halt schon ein bisschen schade. Ich spiele momentan Skyrim. Nein, ich werde es nicht Let's Playen. Ich hatte zwar überlegt gehabt, aber nein. Das wird einfach... Das würde zu sehr ausufern. Oh! Ich mach schon mal die Tür auf. Geh aber noch nicht rein, weil da muss ich speichern. Denke ich. So, ich guck mal gerade auf meine Karte. Das ist, glaube ich, der eine Bereich. Ja. Ah, scheiße.
Hierfür brauche ich aber auch einen Schlüssel, oder? Ich gehe erstmal weiter. Ja, ich muss auf jeden Fall speichern, bevor ich die beiden Türen betrete. Also es hat schon einen Vorteil, dass ich das Spiel noch einigermaßen, mich noch einigermaßen daran erinnern kann, definitiv. So, jetzt laufe ich hier einfach so richtig dumm Umweg. Aber ist nicht schlimm, ja. Ich habe ja gesagt, wir nehmen uns hier Zeit, machen das ganz gemütlich und in Ruhe. Also, ich wollte ja was zu Skyrim sagen. Und da ist halt wirklich so, ich bin jetzt bei 120 Stunden Spielzeit, habe 30% der Trophäen. Aber da bin ich wirklich jetzt so eingetaucht in die Spielwelt. Also, falls ihr mir die Frage stellt, ja, es gefällt mir verdammt gut, Alter. Und ich tauche da halt wirklich auch ein und genieße das Spiel und bin auch bestrebt. Gut, bei alle würdet ihr wahrscheinlich anfangen zu lachen, sofern ihr Skyrim kennt, aber möglichst viele Quests zu erfüllen. Und das ist halt wirklich was anderes. Also, da sind mir die Trophäen erstmal egal. Klar, nervt das ein bisschen, weil es gibt verpassbare Trophäen. Da achte ich natürlich schon so ein bisschen drauf, dass ich die nach Möglichkeit nicht verpasse. Deswegen muss ich auch einige Sachen beachten, dementsprechend, jetzt schon. Oh! Helm, okay. Ach, hier ist doch mit dem Code, ne? Ja. Sie kennen die Zahlen des Passcodes nicht, das ist richtig, ja. Habe ich gerade gesagt, des Passcodes? Habe ich das gerade gesagt? Ja, ich habe es gesagt. Ihr braucht es nicht kommentieren. Ich weiß es. Ja. Das muss halt auch das Spiel auch auf jeden Fall erstmal schaffen, mich dann so in den Bann zu ziehen, dass ich sage, okay, ich lasse mich jetzt komplett auf die Spielwelt ein. Scheiß nahezu auf die Trophäen. Jetzt bin ich eigentlich nur hierher gelaufen, um zu speichern, ne? Ich guck grad. Ich hol mir. Da kann ich alle Kräuter? Ich glaube, ich brauche noch ein Plätzchen dafür, um alle Kräuter zu holen. Ich hole mir schon mal die Kräuter alle. Und danach speichere ich. Und dann gehe ich nämlich da oben hin in den Bereich und gehe durch beide Türen. Ja. Soll ich es probieren? Nein, ich probiere es nicht, weil er ist schon auf mich aufmerksam geworden. Haha! Genatzt. So. Wobei ich gleich wieder andersrum laufe, weil ich muss ja eh in den rechten Flügel. Dann laufe ich gleich andersrum, nämlich an dem ich mehr vorbei muss. An diesem Unhold. Ja, ich wurde vom Templar Assassin, liebe Grüße an dich und schön, dass du dir das Let's Play hier anschaust. Darauf aufmerksam gemacht, der Director's Cut macht sich erst dadurch bemerkbar, wenn man den fortgeschrittenen Modus spielt. Und er hat auch angeregt, dass ich da dann in einem zweiten Durchlauf das ja machen könnte. Ich werde es in einem dritten Durchlauf machen, denn ich werde das mit dem Chris nicht machen. Natürlich wäre jetzt die Frage, dass man sagen könnte, okay, dann könnte ich ja vier Durchläufe machen. Also einmal Jill, einmal Chris, normal und jeweils mit beiden fortgeschritten. Ich werde das so machen, ich werde nach diesem Durchlauf einen Durchlauf mit dem Chris machen, auf normal halt, so wie es früher ganz normal war, 96. Daraufhin mache ich einen mit Jill im fortgeschrittenen Modus, sprich den Director's Cut Modus, so gesehen. Und gucke mir das halt erstmal an, inwieweit sich das alles verändert. Weil er hat gemeint, da wären noch andere Kameraperspektiven und auch andere Itemplätze teilweise. Schaue ich mir an und wenn ich dann sage, okay, das ist so anders im Vergleich zum originalen Spielprinzip oder Spielerlebnis vielmehr, dann werde ich auch mit dem Chris nochmal den Durchlauf machen. Also im Maximalfall kann es sein, dass hier noch drei weitere Durchgänge vonstatten gehen werden. Boah, Nase, das ist so schlimm.
So. Und ihr könnt euch ja vorstellen, weil ihr seht ja immer meinen Sammeltrieb, auch in solchen Spielen beispielsweise, dass ich halt immer alles am Bunkern bin und so, und am Hamstern. Ihr könnt euch ja vorstellen, was bei mir bei Skyrim ist. Oder bei den Fallout-Spielen. Wie viele wirklich Tausende an, sind das Kilo, Pfund, ich denke mal Pfund, Tausende an Pfund wirklich sich in meinen Aufbewahrungskisten oder irgendwelchen Aufbewahrungsmöglichkeiten befinden, das ist so krass einfach. Weil ich jede Scheiße immer aufheben muss. Das ist auch, wenn das Spiel losgeht, wenn du ja bei den Bethesda-Spielen... Ja, ich habe das TH nicht ausgesprochen, ich weiß ja, ich sage immer Bethesda statt Bethesda. Am Anfang hast du ja viele Gegenstände, irgendwelche Schalen, Krüge, keine Ahnung, Eimer, was weiß ich, die du sammeln kannst, die ja nichts bringen, außer dass sie Schrott sind, die du vielleicht bei Fallout irgendwie, keine Ahnung, umwandeln kannst. Von Schrott in anderweitigen Schrott. Und ich bin halt wirklich so, ich sammle jede Scheiße ein. Aber ich denke, die wird man irgendwann gebrauchen können. So, jetzt habe ich einen kleinen Schlenker gemacht. Das war sogar schon ein ziemlich großer Schlenker. Ah, das war doch der Schild. Ne, auch Rüstung. Dann ist der jetzt wenigstens weg, seht ihr? Ich hätte gedacht, hier wäre der Schildschlüssel. Dann ist der Schildschlüssel wirklich nur für eine Tür, glaube ich. Und ich weiß auch, welche Tür. Und das ist eine Tür, von der wir speichern müssen.